Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute wollen wir nochmal Little Pony, ein Viererpaket von Ferrero, aufmachen. Und ja, wir machen das gleich mal auf und schauen mal, was drin ist. Zuerst gucken wir uns wieder das Spielzeug an und schauen mal, was wir da so Schönes haben. Es klappert überhaupt nicht. Und oh, wir haben was Neues. Und zwar ist das von Natoons oder Cartoons, wie auch immer. Ja, so ein kleines Tierchen. Das hier in so einer, ja, sagen wir mal, Verpackung ist. Ja, das ist so ein bisschen plüschig. Das ist so mit so einem Plüsch überzogen. So sieht das kleine Tierchen aus. Und das kommt ja dann hier in seine Höhle rein. So. Machen wir eine Nummer 2 auf. Ja, so ganz wenig klappert's. Und es ist, ja, von GoMove, ja, eins dieser komischen Federtiere da, die sollen wohl so durch die Gegend hüpfen. So sieht das Teil aus. So, und wenn man dann hier drauf drückt, dann, ja, sollen sie springen, aber irgendwie so richtig tun sie das nicht. Gut, kommen wir jetzt zu den Figuren. Schauen wir jetzt, was hier drin ist. So, es wackelt absolut nichts. Auch hier wackelt nichts. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Figuren in so Plastikhüllen sind. So, und wir wollen mal gucken. Rainbow Dash. Mhm. Es gibt also wie bei den Minions auch 8 verschiedene Figuren von denen. Ja, ich glaube hier diese bunte, die habe ich auch schon. Diese bunte Figur. So sieht sie aus. Gut, das war ein Nummer 3. Dann machen wir jetzt das vierte und letzte auf. Das klappert zwar ein bisschen, aber das liegt daran, dass das Eigelb lose im Ei drin war. So. Und hier haben wir Pinky P. Aha. Wie gesagt, wenn ihr euch das durchlesen wollt, braucht ihr ja nur das Video anzuhalten.
Entschuldigung. So. Und hier haben wir die schöne Pinky P. Gut. Und wie immer an dieser Stelle sage ich, wer meine Videos kennt, der bleibt jetzt dran und guckt sich die Figuren in Nahaufnahme an. Also bis gleich. Your crazy loving keeps me paralyzed.